Kochen 7.8.2019 mit Fernsehkoch Seltsam McKenzie YouTube. 301 unter den Trockenfrüchten ist sie eine besonders süße und saftige, die Dattel deglet noch. In Nordafrika sind Anbau und Genuss der Wüstenfrucht tief verwurzelt. Bio unterstützt die Tradition mit einem Bio-Dattel-Projekt in Algerien. In der algerischen Sahara ist die kleinbäuerliche, traditionelle Landwirtschaft noch die Regel und eine Notwendigkeit. Nur durch einen achtsamen Umgang und gemeinschaftliches Handeln lässt sich die karge Natur nachhaltig nutzen. Traditionelle Landwirtschaft ist eine gute Voraussetzung, aber nicht automatisch Bio. Um eine Bio-Zertifizierung zu erhalten, mussten die Landwirte in der Oasenstadt Biskra mit Unterstützung des Handelspartners noch einiges ändern. Sie lernten beispielsweise, pflanzliche Abfälle konsequent zu kompostieren, um wertvollen Dünger zu gewinnen und so die Erträge zu steigern. Bei der Verarbeitung der Datteln wurden penible Hygieneregeln eingeführt, das schützt die Früchte vor Schimmel und Schädlingsbefall. Die Datteln von Bio sind vom Anbauverband Naturland zertifiziert. Mit dem Naturland-Siegel wird nicht nur die ökologische Qualität garantiert, sondern auch die Einhaltung sozialer Standards entlang der Lieferkette sichergestellt. Dazu gehören gerechte Löhne, Versammlungsfreiheit und freie Gewerkschaftsbildung. Die Bauern in Algerien haben das Know-how gewonnen, um den europäischen Markt zu beliefern und mit einem Partner für eine langfristige Zusammenarbeit an ihrer Seite. Erstens, Datteln wachsen an Stauden der Dattelpalme. Alle 2 Jahre entspringen den befruchteten Blüten der Dattel neue Früchte. Zweitens, die Früchte trocknen noch am Stamm in der Wüstensonne. Drittens, die Bauern klettern auf die Palmen, um die harten Früchte per Hand zu ernten. 4. Im Verarbeitungsbetrieb werden die Datteln gereinigt, mit Trinkwasser besprenkelt, bis sie schön weich sind und per Hand entsteint. 5. In Deutschland findet noch eine umfassende Qualitätskontrolle statt, erst dann geht es in die Tüte. Blumenkohl ist super vielseitig und immer wieder lecker. Als mariniertes Steak mit würzigen Pilzen wird er zur nahrhaften Hauptmahlzeit. Wer es vegetarisch möchte, lässt einfach den Bacon weg. Für 2 Personen 50 Minuten den Backofen auf 200 vorheizen. Den Blumenkohl putzen und waschen, dann quer in 2 bis 4 etwa 2 cm dicke Scheiben schneiden, das sind die Steaks. A. Blumenkohl, 3 Knoblauchzehen, den Knoblauch abziehen und eine Zehe fein würfeln. Die anderen 3 Esslöffel Olivenölzehen in Scheiben schneiden und beiseite stellen. Den gewürzalzfeiten Knoblauch mit 1 Ampere EL Olivenöl, 1,5 Teelöffel Salz, Paprikapulver, YTL geräuchertes Kreuzkümmel und etwas Pfeffer verrühren und die Blumenpaprikapulver-Kohlsteaks von beiden Seiten damit bestreichen. Eine Prise gemahlene Kreuzkümmel, die Steaks auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen und frisch gemahlener, im Ofen 15 Minuten backen. Wenden und weitere 15 Minuten schwarzer Pfeffer backen. Inzwischen den Bacon in einer Pfanne ohne Fett in 2 Scheiben Bacon 3 bis 5 Minuten crossbraten, auf Küchenpapier abtropfen lassen, 1 Bio-Zitrone dann zerzupfen. Die Zitrone heiß abbrausen und die Schale ab 100 Gramm kritnefrei reiben. Die Frucht auspressen und 1 Esslöffel Zitronensaft und die 150 Gramm gemischte Pilzehälfte der Zitronenschale mit kritnefrei verrühren. Frisch gemahlene bunter Pfeffer die Pilze putzen, mit Küchenpapier abreiben und gegebenen 1 Bund Basilikum falls kleiner schneiden. Das restliche Öl, Klammer auf 1 Ampere EL Klammer zu, in die Pfanne geben, Knoblauchscheiben und Pilze hineingeben und bei mittlerer Hitze 5 bis 7 Minuten dünsten. Mit Salz und buntem Pfeffer würzen. Den Bacon zufügen. Basilikum waschen, trocken schütteln und Blätter abzupfen. Alles mit der Zitronencreme freiche auf 2 Tellern anrichten mit mexikanischen Bohnen. Ich mag den Geschmack von Pastinaken, weiß aber oft nicht, wie ich sie noch zubereiten soll. Aber als Fritten sind sie eine klasse Variante und ergeben zusammen mit Bohnen und Salsa eine echte Tex-Mex-Bowl.
Für 2 Personen 50 Minuten 5 Pastinaken 2 Esslöffel Erdnussöl 1 türkische Lira Salz 1,5 Teelöffel gemahlene Kreuzkümmel 1 Dose Chilibohnen und weiße Bohnen Klammer auf 200 Gramm Klammer zu 1,5 Bund Kräuter Klammer auf zum Beispiel Sauerklee Koriandergrün oder Petersilie Klammer zu 6 Esslöffel mexikanischer Salsa Dip 50 Gramm Feta 1,5 Limette den Backofen auf 180 vorheizen. Die Pastinaken schälen, putzen, waschen und in dünne Stifte schneiden. In einer Schüssel mit Erdnussöl, Salz und Kreuzkümmel gut vermischen und auf einem mit Backpapier belegten Blech verteilen. Auf der mittleren Schiene des Ofens 30 bis 35 Minuten rösten, bis die Pastinakenfritten braun und knusprig sind. Inzwischen die Bohnen in einem Topf bei mittlerer Hitze 3 bis 5 Minuten erwärmen. Die Kräuter waschen, trockenschütteln und gegebenenfalls die Blätter abzupfen. Pastinakenfritten mit Bohnensalsa und Kräutern auf 2 Tellern verteilen. Den Feta mit der Hand darüber krümeln und die Limette über allem ausdrücken. Das japanische Miso ist nicht nur ein gesundes Superfood, vor allem gibt die Paste jedem Gericht einen genialen Geschmack. Sie überlagert nichts, sondern unterstreicht das Aroma der anderen Zutaten. So wird diese Karottensuppe mit Sicherheit bald in dein festes Kochrepertoire übergehen. Zwiebel und Knoblauch abziehen und würfeln. Ingwer schälen und fein würfeln. Karoffeln und Süßkartoffel schälen, waschen und grob zerkleinern. Das Kokosöl in einem großen Topf bei mittlerer Hitze schmelzen. Die Zwiebelwürfel darin 5 bis 7 Minuten anschwitzen, bis sie glasig sind. Knoblauch, Ingwer und Karotten dazugeben und alles weitere 5 Minuten dünsten. Die Süßkartoffelstücke mit 1,51 Wasser und 1,5 Teelöffel Salz in den Topf geben, aufkochen und bei schwacher Hitze 30 Minuten köcheln lassen, bis Karotten und Süßkartoffeln weich sind. Dann die Miso-Paste in die Suppe rühren. Mit einem Stabmixer fein pürieren und mit Salz abschmecken. Ist die Suppe noch zu dick, etwas Wasser dazugeben. Inzwischen die Garnelen kalt abbrausen und mit Küchenpapier trocken tupfen. Das Olivenöl eine Pfanne erhitzen und die Garnelen darin so lange braten, bis sie pink und nicht mehr glasig sind. Mit Salz, Pfeffer und Chiliflocken würzen. Kräuter abbrausen und trocken schütteln. Die Suppe in Schälchen geben, Garnelen, Kräuter und Sesam darauf geben. Nach Belieben die Suppe mit Daikonkresse garnieren. Hühnersuppe mal anders, aber genauso gesund. Das grüne Gemüse und der Ingwer geben Frische und einen leicht asiatischen Touch. Die Spätzle holen uns wieder zurück nach Hause. Eine geniale Mischung, die nicht nur an kalten Tagen Energie liefert. Den Ingwer schälen und längs in dünne Scheiben schneiden. Die Frühlingszwiebeln putzen und waschen. Brokkoli waschen und in Röhrchen schneiden. Knoblauchknolle quer halbieren. Die Limette ebenfalls halbieren und den Saft auspressen. Die Chilischote waschen, entkernen und in Ringe schneiden. Ingwer, Frühlingszwiebeln, Knoblauch, Limettensaft, Chiliringe, Salz, Pfefferkörner und Zucker mit der Hühnerbrühe in einen Topf geben und zugedeckt kurz aufkochen. Dann die Hitze reduzieren. Die Hähnchenbrustfilets kalt abbrausen, mit Küchenpapier trocken tupfen, mit dem Brokkoli in den Topf geben und zugedeckt etwa 10 Minuten köcheln lassen. Einige Ingwerscheiben aus dem Topf nehmen und mit Küchenpapier trocken tupfen. Das Fleisch ebenfalls herausnehmen und zerzupfen. Die Suppe durch ein Sieb gießen, warm halten. Öl mehrere Zentimeter hoch in einen Topf füllen und erhitzen. Die Ingwer-Eiben in Maisstärke wälzen und portionsweise 2 bis 3 Minuten im Öl knusprig frittieren. Auf Küchenpapier abtropfen lassen. Die Spätzle nach Packungangabe garen, dann abgießen. Fleisch, Brokkoli und Spätzle auf Suppenteller verteilen, mit der klaren Suppe übergießen, mit buntem Pfeffer würzen und nach Belieben mit Schnittlauch und Frühlingszwiebelgrün garnieren. Die Ingwerchips dazu servieren. Hin und wieder darf es auch ein saftiges Rindersteak sein, medium gebraten. Da brauche ich gar nicht viel dazu. Bei diesem Rezept kommt das Fleisch in den Ofen, was die Marinade schön einbacken lässt. Die Kräutersalsa ist frisch und sommerlich und ergänzt das Steak perfekt. Für 2 Personen 45 Minuten für die Kräutersalsa 1 Bund glatte Petersilie 1
Bund Basilikum 1 Bund Koriandergrün 2 Knoblauch 10 4 Esslöffel Olivenöl 2 Esslöffel Weißwein Essig 1,5 Teelöffel Meersalz TL frisch gemahlener schwarzer Pfeffer für die Steaks 2 Rindersteaks Klammer auf 200 Gramm Klammer zu 1 Viertel Teelöffel Chilipulver / ATL Meersalz TL frisch gemahlener bunter Pfeffer 1 Prise Cayennepfeffer 1 Esslöffel Rapsöl 1 kleine rote Zwiebel 1 rote Chilischote für die Kräutersalsa die Kräuter waschen und trocken schütteln einige Blätter zum Garnieren beiseite stellen. Den Knoblauch abziehen. Knoblauch und Kräuter mit den restlichen Salsa-Zutaten in einem Mixer stückig zerkleinern. Die Steaks aus dem Kühlschrank nehmen, kalt abbrausen, mit Küchenpapier trocken tupfen und etwa 30 Minuten auf Zimmertemperatur erwärmen lassen. Den Backofen auf 150 vorheizen. Die Gewürze mischen und beiseite stellen. Eine ofenfeste Grillpfanne bei hoher Temperatur stark erhitzen. Wenn sie heiß ist, Rapsöl in die Pfanne geben und die Steaks von beiden Seiten 1-2 Minuten anbraten. Die Steaks nun von beiden Seiten mit der Gewürzmischung einreiben und für 5-7 Minuten je nach gewünschtem Gargrad in den Ofen schieben. Inzwischen die Zwiebel abziehen, die Chilischote waschen und beides in Ringe schneiden. Die Steaks aus dem Ofen nehmen, schräg in Streifen schneiden, mit Kräutersalsa beträufeln und mit Zwiebel- und Chili-Ringen sowie den restlichen Kräuterblättchen bestreuen.